Ist schön, dass ich so viel Gold finde auch. Ich weiß nicht, was ich mitmachen soll, aber... Sag mal, jedes Jahr auch nicht um brauchen, sondern um haben, ne? Ist er wieder Fledermausparadies? Ich glaube, kein Monsterparadies, da habe ich ein Problem mit. Fledermausparadies ist okay. Ich wollte mich noch beim Stronghold umschauen, ich komme nicht dazu. Weil das hier alles immer kein Ende nimmt. Und wir sind auf einer Ebene, wo es immer nur Kohle und Eisen gibt. Sagt er, nachdem er eben gerade sich freute, Gold gefunden zu haben. Oh, das ist aber auch die kleine Ausnahme, zugegeben. Dieses Gold ab und an mal. Im Großen und Ganzen ist es tatsächlich in den meisten Fällen Kohle und Eisen. Ist ja letztlich nicht falsch, denn ich habe gesagt, ich brauche Kohle. Eisen brauche ich jetzt eigentlich nicht so, gebe ich zu. Ist mehr so eine Randerscheinung. Ist ganz praktisch, um sich hier vor Ort immer wieder neue Spitzhacken zu machen. Dafür ist es ja gut. Deswegen wollen wir es mal nicht verteufeln. Aber es ist natürlich egal, aus welchem Grund du in eine Mine gehst. Ob du Kohle brauchst, ob du Redstone brauchst, ob du... Obsidian brauchst. Klar ist, brauchst immer Diamanten. Diamanten hat man sowieso prinzipiell immer zu wenig, gerade mit der ganzen Rüstung und den Werkzeugen und Waffen und so und was man alles aus Diamanten gerne macht, weil es einfach besser ist. Plattenspieler zum Beispiel. Auch ganz wichtig in Minecraft, der Plattenspieler. Wir haben noch gar keinen Plattenspieler gebaut. Schande über mich. Könnte daran liegen, dass ich überhaupt in Minecraft noch nie einen Plattenspieler gebaut habe. Jetzt fragt sich der ein oder andere, was? Wieso hat er in Minecraft noch nie einen Plattenspieler gebaut? Und da sage ich, ja. Wenn mir einer erklären kann, für was das gut sein soll, werde ich es ändern. Ansonsten leck mich doch. So, da habt ihr es. Jetzt geht doch zumindest auch schon mal ein bisschen Labis. Hier geht's wieder hoch. Also erneut keine Chance auf Diamonds in the Sky. Ist Gold. Nur weil mir das Gold schon in der Decke klebt. Dann werden wir wohl schon durchaus von der Ebene recht tief sein. Ich könnte ja nachgucken, aber... Hier, Water. I hear the water rising. Ich bin begeistert von der Musikauswahl heute, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Höhlen-Playliste da einfach... in gewissen Bereichen nur dezent genutzt wird. Also, aber es ist viel... viel Musik heute, bei der ich nicht das Gefühl habe, Gott, die ist totgeludelt. Also was ja bei uns seit Anbeginn läuft, sowas wie Monkey Island, die ganzen Siedlerspiele, Donkey Kong Country... Immer noch in der Hoffnung, dass sie irgendwann Nintendo kommt und sagt, als würde mich das dann interessieren, liebe Nintendo-Freunde. Ihr könnt so viel machen, wie ihr wollt. Ist mir egal. Wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, ihr wollt für die Musik, die ich hier nutze, 10% meiner Einnahmen haben, ja bitte. Dann nehmt euch die 8 Cent halt. Meine Güte. So. Schon begeistert, dass es 8 Cent sind. Ist noch nicht so lange her. Da
waren die Einnahmen bei mir so niedrig, dass 10% nicht rechenbar waren. So, das hier hinten ist jetzt wieder diese eine jene Schlucht, wo ich eigentlich schon mal gesagt habe, das machen wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier wieder gelandet bin. Da. Ist jemand da? Nein, la. So, irgendwie sind wir wieder runtergefallen. Da oben habe ich ja zugemacht. Ja. Da war ich schon mal konsequent. Da habe ich schon mal zugemacht. Sieht halt auch einen leichteren Weg als den, den ich jetzt gerade wähle, weil irgendwie müssen wir ja da wieder runtergekommen sein. Aber das ist jetzt der Weg, an den ich mich erinnern kann. Also gehe ich ihn auch. Danke, Herr Creeper. Ist doch schon ganz praktisch, ab und zu einfach mal so einen Creeper hochgehen zu lassen. Na, mit sicherem Abstand, dass einem selbst nichts passiert. Und auf diese Weise kommt man immer an Steine ran. Die man ja zum Zubauen oder zum Wegebauen oder so braucht. Ist nicht so falsch. Ja. Er findet auch ab und zu mal Rohstoffe. Für mich. Magistern Rohstoffe für mich. Sehr, magistern viel. So. We go back. Oh. Ich war das letzte Mal jetzt einfach da runtergesprungen. Jetzt habe ich jetzt hier alles. Genau, auch deswegen, weil ich einfach da runtergesprungen war. Dann war ich irgendwie doch wieder in diesem Komplex dran. Ja, gibt's das denn? Also. So. Hier unten hatte ich immer noch nicht wirklich geguckt. Doch, in die Richtung hatte ich, glaube ich. Ja, da kommen wir auch nur wieder hier rein. Gut, dann nehmen wir hier auch mal... Schön, hatte ich von der anderen Seite aus. Habe ich hier das wasserdicht gemacht gehabt. So, dann müssen wir jetzt nur noch hier mal einen schnellen Blick reinwerfen. Was für unendliche Abgründe und... bescheuerte Schluchten dann hier nochmal sind. Ach, das ist hier... Das ist wieder diese, okay. Bin ich ja beruhigt. Das ist einmal die gleiche Schlucht, wie vorher ist. Stronghold-Schlucht. Mais, das ist viel Kohle. Dann werden wir jetzt auch gleich wieder zurückgehen und mal wieder ein bisschen Kohle zusammenfassen. Ich nehme an, der 64er Stack Eisen ist durch, den können wir dann auch durchbrennen. Und uns vielleicht nochmal eine neue Spitzhacke und lassen den Rest dann einfach zu Blöcken zusammen. So, da müssen wir nicht mehr hin. Dermaßen viel Eisen, hätten wir sie fast einen zweiten Ofen da hinstellen können.
kurz raus. Die Musik ist halt echt ein bisschen gruselig. Das ist so eine Situation, wenn da jetzt ein Creeper von hinten kommt und Zisch macht. Der macht so. Aah! Oder ne, ich mach dann wahrscheinlich ja so. Und puff und Schwert kaputt. Ich kenn mich doch. Ich mach so eine Scheiße. Immer wieder. Das wird mir bei diesem Schwert echt wehtun. Nur mal sagen. Das ist ein Rückstoßschärfe, Plünderung, Haltbarkeitsschwert. Das Schwert ist doch unbezahlbar einfach. So. Ich lasse die Kohle nach wie vor hier drin. Dass ja hier der Ausgang ist. So, ja, 43er Stack, also es dauert eine Weile, bis man hier zwei volle Blöcke hat. So. Spitzhacke mache ich mir noch eine. Das können wir gerne so lassen. Jetzt hätten wir so ein kompletter Eisenerz-Dings. Bruchstein an der Sit. Planet. Kartoffel. Die essen wir mal auf. Pflicht uns das blöd im Inventar rum. So, 24 XP mittlerweile. Das haben wir alles gemacht. Hier sind wir jetzt eigentlich gnadenlos überall gewesen. Auch hier hinten. Gesehen von den Zugängen zu irgendwelchen verkackten Schluchten wieder. So wie hier. Aber hier habe ich gesagt, bevor ich hier irgendwas mache, hier erst einmal oben aufgeräumt. I saw a little creeper and I painted black. Ja, ja. Globale Unzufriedenheit. Geh doch AfD wählen, wenn es dich glücklich macht. Übrigens, ist kein Witz, ist statistisch belegt, wissenschaftlich erwiesen. Ihr wisst genau, wenn etwas statistisch belegt und wissenschaftlich erwiesen ist, dann ist es wahr. Das heißt, wenn ihr irgendeine Aussage glaubhaft machen wollt, dann fügt ihr mir hinzu, es ist wissenschaftlich und statistisch erwiesen und dann glaubt man euch jeden Scheiß. Das ist faszinierend. Macht sich nämlich heutzutage eh keiner die Mühe, das zu kontrollieren und zu gucken, ob das wirklich so ist. Wenn der sagt, das ist wissenschaftlich erwiesen, dann muss es richtig sein. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Minecraft-Spielen dumm macht. Oh, das bin ich dumm. Alter, ist wissenschaftlich erwiesen, dass mir dieses Skelett auf den Sack geht. Ich bin über den Stronghold. Ich bin hier gekommen. Oder Ausläufer. Ausläufer des Strongholdes. So, hier war das Wasser aus. So, als erste Amtshandlung. Ja, schön das. So. Na, da haben wir doch mal wieder so einen Klassiker. Das in der Höhle finde ich auch übrigens eine gute Auswahl. Weiß nicht, wer sich den Quatsch ausgedacht hat. Aber ich laufe immer so beschwingt durch Höhlen.
ist einfach... Ich bin da an der Stelle eine Frohnatur. Und ich denke mir... Man kann sich Sorgen machen, wenn man in Höhlen unterwegs ist. Aber man kann auch mal realistisch sein und sagen, hey... Was soll mir schon passieren? Deswegen tanze ich durch die Höhle durch. Da unten ist wieder einer dieser Pilz-Zombies. Dann sind wir wieder beim Thema Zombie und da sind wir wieder beim Thema, es ist wissenschaftlich erwiesen. Ich komme zurück zu meinen Ausführungen, die ich... Ja, sonst wären es keine Ausführungen, ausführen wollte. Zombies nämlich leben mit wachsender Begeisterung in Schluchten, die auf Schluchten treffen. In der Fresse, ist das ein Scheiß hier unten. Hat zum Glück mit dem Thema nichts zu tun. Zombies wählen AfD, das wollte ich sagen. So. Dann ist mittlerweile der ganze Witz schon ruiniert, weil ich so ewig brauche, ihn auszuführen. Funktioniert auch so gut. Sich ducken und dabei springen. So, den kriegen wir da weg. Da drüben ist Lava. Scheiße. So, wieder ein bisschen hier am Rand lang bauen. Um wieder an Steine ranzukommen. Steine jeder Form ist mir jetzt auch egal. Mit denen können wir auch Brücken bauen. Ich will mich jetzt hier diese ganze verdammte Höhle entlang. Drüben wäre Eisen gewesen. So. Da übrigens auch. Gut, dass ich sowas immer sehe und auch immer sofort sehe. Schön. So. Der ein oder andere mag sich an der Stelle noch fragen, natürlich, nachdem ich diese Aussage in den Raum geworfen habe, warum ist das so? Warum, glaube ich, treffen sich zwei Schluchten in der Waschmaschine? Nein, warum sind Zombies AfD-Wähler? Was will ich damit sagen? Will ich damit sagen, dass AfD-Wähler immer so, ja... Ja, fast schon wie Untote sind, ne? Und allgemeine durchschnittsvorurteilbehaftete hält Zombies ja prinzipiell für dumm. Und denkt dann, wenn ich sage, Zombies wählen AfD, dass alle AfD-Wähler in meinen Augen dumm sind. Nein, so ist das nicht. Das mache ich ein anderes Mal zum Thema, was ich von der AfD und ihren Wählern halte. Das ist jetzt nicht Thema, es geht jetzt um die Zombies. Das ist nun mal ein ernsthaftes Thema, das ich damit jetzt nicht in Verbindung setzen möchte. Denn das ist ja nun bei Zombies so, die haben es ja auch eher schwer. Ich meine, die haben ja nur Hauptschulabschluss.